Zucker, sehr sabe, die Ehre. Ich bin's, der Birger. Und ich hab's ja zuerst nicht geglaubt und um ehrlich zu sein, Masels unterschätzt, dass da doch so viele dabei sind. Und ja, wie das heute halt mal so ist, wenn die Damenschaft schreit, dann hat man alles Mut zum Springen. Und darum und nur darum heißt's heute How to Dirndl. Der haben wir gar nicht lange umeinander, kommen wir direkt zu Phase 1. Wie schaut der Dirndl eigentlich aus? Die sowohl als auch bayerische und österreichische Traditionstracht für unsere Mädels besteht in erster Linie aus einem Ohrteiler. Der schaut da so aus. Von droh, kurz unter die Tutten, ist ein Verschluss und es kann ein Reißverschluss oder Hageln sein, aber meistens ist es zugeschnellt. Traditionell versteckt sie da droh oder an der Seite unter der Schürze ein kleines Taschel. Dazu wird Omomi ein Dirndlblusen mit maximal großem Ausschnitt anzogen, aber da kommen wir später dazu. Wichtig an der Geschichte ist das Schleiferl, das ums Schürzel bunden ist. Je nachdem nämlich, wo das Schleiferl ist, mag uns, der Herrenschaft, die Damenschaft nämlich hab's mitteilen. Ist jetzt das Schleiferl zum Beispiel rechts, ist diejenige nämlich vergeben bzw. verlobt. Oder einer von uns hat tatsächlich den größtmöglichen Fehler gemacht und hat's geheiratet. Kannst du also einmal mehr so wandeln schon sparen. Ist das Schleiferl vorne in der Mitte, heißt's, sie ist eine Jungfrau. Das Wichtigste aber ist das Schleiferl links. Heißt so viel, wie sie ist zum Heim und sucht einen. Sprich, anbandeln ist erlaubt, wenn nicht sogar erwünscht. Und Sachen wie, magst schmusen, mir was wurscht, du, kann ich deine Nummer haben, weil wenn ich sie da hinten frage, dann brauche ich die deine mehr. Und hey du, kann ich halt bei dir schlafen, ich habe ihm so ins Bett geschissen. Können funktionieren, müssen aber nicht. Zum Schluss ist das Schleiferl hinten, dann heißt es, sie ist eine Witwe. Und da sparen wir jetzt sogar ich meine Witze. Gehen wir weiter zu Phase 2. Äußerste Vorsicht vor dem zickigen Ausschnitt. Tja, jeder von uns kennt ihn, sowohl die Damenschaft als auch die Herrenschaft. Nur weiß ich nicht, wer ihn besser kennt. Alles am Dirndln. Und da braucht's mir jetzt überhaupt nicht so anschauen. Alle durch die Bank laufen's mit einem dermaßen aufbockten Ausschnitt umeinander, dass du mit dem Schauen nicht mitkommst. 75 Doppel D, E, F, Tipf, dass du sagst, gibt's das? Die haben doch da unter der Woche nicht dran. Tja, Freunde der gepflegten Battleschaft, Doppel, Trippel, D, tja, meinst. Wenn einer unserer glorreichen Obandl-Versuche nämlich irgendwann einmal hingehauen hat, weil's es mal wieder zwei Klopfer gesucht habt, oder mir euch aus Versehen zwei gezahlt haben, mir dann eine von euch mit heimnehmen und alles noch sexy time, yeah, ausschaut, dann braucht's es erst einmal ein Gefühl die dreiviertel die Stunde, bis die 25 Polsterl unter eine Tuttenvierer kriegt's. Gerade, dass nicht das 1,5 Meter große Stoffigvierer zirkt, das wir euch mit mir und Not die ganze Nacht geschossen haben. Und dann kommt's böse Erwachen, beziehungsweise Einschlafen. Dann fallen's nämlich zusammen wie ein verhauter Hefetag. Und nicht bloß die. Und wir schlafen vor lauter Rausch ein. Tschüss. Und am nächsten Tag kommt uns dann in einer WhatsApp-Gruppe umeinander. Tschüss, da ist überhaupt nichts gegangen. Einpennt ist er. Tja, meine sehr verehrten Damen, ich habe einen hinterhältigen Plan schon durchschaut. So ist es nicht. Anfordern, mit Glocken so groß wie Michelle, heimfahren lassen und dann Piffkass. Nein, so nicht. Mann, bitteschön, passt mal vor dem zickigen Ausschnitt auf. Kommen wir lieber zum Schluss noch schnell zu Phase 3. Wann zieh ich jetzt eigentlich mein Dirndl an? Selbstverständlich am Volksfest. Genau wie bei der Lederhosen gilt nämlich auch da Dirndlpflicht. Und für alle haben wir uns da bloß im ungeschriebenen bayerischen Verhaltenskodex aufkommen dafür. Ab sofort erteile ich jedem bayerischen, wichtig, Dirndl die Pflicht, na jedem besten Freundin eine sicherne Bockfotzen zum geben, sobald sie mit einer Lederhosen am Volksfest umeinander reist oder kein Dirndl hat, dass ihr 14 Tage der Kajal aus die Ohrwäschel treffen. Gleichermaßen erteile ich übrigens jedem Bayern die Pflicht, die Freundin der besten Freundin freundlich auf die notwendige Bockfotzen hinzuweisen, falls nötig. Damit wir mir eins zum Tor haben. Und damit haben wir auch schon wieder am Ende. Ich hoffe, ich habe ein paar von uns und von euch die Augen geöffnet. Wenn es euch taugt hat, lasst ein Like da oder zeigt es einer besten Freundin. Ich gehe jetzt ein paar Züge die Dekolletés enttarnen. Haut euch eine, habe die Ehre.